Hi, liebe Gartenfreunde, hier stehe ich neben einem meiner absoluten Lieblingsbäume. Das ist eine Kaki. Die wächst auch hier im Rheinland. Die ist nicht überall frosthart, aber hier klappt das ganz gut. Ja, und diese schönen, dicken, orangen Kakis, die hängen manchmal übervoll an diesem Baum. Also ich habe schon Jahre gehabt, da war er übervoll. Dieses Jahr sind es ein paar weniger. Ja, ein wertvolles Obstgehölz. Und solche Obstgehölze, die haben gerade, wenn es Frostzeiten gibt, Probleme. Und das zeige ich euch mal hier. Es geht um den Stamm. Der Stamm von Obstbäumen und auch von anderen Gehölzen, der kann bei der Wintersonne natürlich auf der Seite, wo die Sonne hinkommt, extrem warm werden. Jetzt stellt euch vor, es gibt Minusgrade, minus 10 Grad. Dann ist auf der Rückseite minus 10, aber hier vorne ist es leicht plus 10. Und diese Spannung in der Temperatur, die führt dazu, dass Risse in der Rinde entstehen, diese berühmten Frostrisse. Und das will man verhindern mit einem einfachen Trick. Und dazu ziehe ich mir jetzt Handschuhe an. Da geht es nämlich um einen weißen Anstrich, einen Kalkanstrich für den Baum. Da gibt es so Produkte hier im Handel. Das ist Calciumhydroxid mit Gesteinsmehl gemischt. Es ist ätzend, also zieht euch Handschuhe an und eine Brille. Muss gut geschüttelt werden. Und hiermit wird jetzt der Baumstamm angestrichen. Vorher noch ein kleiner Tipp. Bei dem ist es schon relativ okay, aber bürstet ihn mal ein bisschen ab, dass alte Rinden, lockere Rindenreste runterfallen. Das kann man mit so einer Bürste machen oder etwa auch mit einer Drahtbürste. Okay, und jetzt kann es losgehen. Das muss gut umgerührt werden. Das habe ich schon mal vorher gemacht. Und jetzt kriegt der Baum seinen weißen Anstrich. Schön auch in die Furchen zwischen der borkigen Rinde reinstreichen. Das kann jetzt etwas dauern, deswegen können wir gleich auch vorspulen und danach verrate ich euch, wieso dieser Trick funktioniert. So, jetzt hat er sein weißes Mäntelchen bekommen am Stamm. Tja, und die Lösung ist, es geht um Physik und um Chemie. Jetzt, wo der Baum weiß ist, wird das Licht reflektiert und deswegen erhitzt sich der Stamm gar nicht mehr so auf einer Seite, so einseitig. Vorher, als er dunkel war, ist halt auf der Sonnenseite Wärme, auf der Schattenseite extreme Kälte und dann reißen die Materialien, dann reißt das Holz. Und jetzt hat er in sich eine gleichmäßige Temperatur und reißt nicht mehr. Das ist ein bisschen aus der Natur abgeguckt, denn wenn ihr euch mal Birkenstämme anguckt, dann sind die auch schneeweiß und die Birke, das ist der Baum von den Laubbäumen, der am stärksten Frosttemperaturen aushalten kann. Die wachsen in der Taiga in Sibirien bis bei minus 40 Grad. Also dort hat auch schon die Natur sowas entwickelt, eine weiße Rinde, die das Licht reflektiert. Ja, und dann gibt es noch einen Grund, das ist Chemie. Kalk ist natürlich ätzend und viele der Schädlinge, die überwintern in der Rinde, also die Raupen etwa vom Apfelwickler oder so, sitzen in den borkigen Anteilen der Rinde. Das ist jetzt verschlossen und der Kalk ist auch ätzend, also da wird sich kein Schädling einnisten. Zwei gute Gründe, um so einen weißen Baumanstrich zu machen. Ja, also viel Spaß beim Pinseln. Pinselt schön. Abonniert unseren Kanal und wir sehen uns auf www.gardify.de. Bis dann!